lass doch mal. Zurück. Was denn? Ja, aber das ist ja nicht bald. Ihr müsst wissen, Palo ist auch ein riesiger Halloween-Fan. Da die Sprühfarbe jetzt besorgt ist, meint Trim, er sei bereit. Und er sagt, dieses Mal ist es umsonst. Er schlägt eine Rundumverschönerung vor und verspricht dir nicht nur einen neuen Fellstil, sondern einen ganz neuen Lebensstil. Wozu brauche ich eine neue Fellfrisur? Bist du wirklich ein so guter Fellpfleger? Warum ist es dieses Mal umsonst? Sagt, es gibt nichts Schöneres, als das eigene Fell zu verschönern. Trims gesamte Konzentration gilt dir. Zeig mir, was du hast. Kannst du mir sagen, was ich noch wissen muss? Ich bin immer weg. Sag, das war eine interessante Unterhaltung. Wir sind kurz vorm nächsten Level up, ne? Just saying. So, was haben wir noch? Mehr Quests, mehr Quests. Finde den Spind. Ist der... Der ist vielleicht in der Nähe, ja. Okay. Finde den Nuno. Können wir auch machen? Ups. Ups. So. Dafür müssen wir... hier hin. Dann wäre der nächste Teleport hier. Was denn? Was ist denn los? Ich war gerade in einer Vorstadt. Ja, warum? Nee, da habe ich nicht alles gemacht. Da war ich schon mehrmals drin und habe nicht alles gefunden. Da gab es noch 3 überragende Beuten und noch ein paar andere Sachen. Ja, aber ich habe halt schon letztes Mal bestimmt eine Stunde einfach nur mich umgeschaut. Ich will jetzt heute ein bisschen... Questen und Leveln und Sachen abgeben. Das machen wir heute. Das sieht nach robusten Holzresten aus. Ich glaube, Pardo will, dass ich da eine Waffe finde. Darum geht's ihm. Was mache ich jetzt hier? Was ist das? Los, fang! Ach so! Ich kehre zur Wurzel zurück. Ach, das war's schon. Okay. Das war's ja schon. Ich weiß leider nicht, wie man den Gleiter einsetzt. Das passiert manchmal automatisch, manchmal auch gar nicht. Hier ist was los. Was ist hier los? Ich werde einfach teleportieren. Ich kann mich da nicht hin teleportieren. Das ist ja bitter. Boah, es ist so ein Phänomen, ne? Wenn ich offstream leveln will, finde ich keine Gegner. Wenn ich einfach nur rumlaufe und Quest abgeben will... Wann bricht der Tag an? Dauernd Gegner, ununterbrochen. Ach, diese Holzreste wären perfekt für deine Pläne geeignet. Das ist so ein Scam.
Und vor allem, jetzt ist hier diese Steinwand, da komme ich ja nicht rüber. Willkommen im Camp Akko. Die Banditen hier grüßen nicht so freundlich. Hier bin ich richtig, oder? Ich glaube, da wäre ich gestorben, wenn ich da reingefallen wäre. Holy. Das Spiel kenne ich gar nicht. Das Spiel heißt Biomutant und ist von April diesen Jahres, glaube ich. Noch relativ neu. Ja, haben wir gemacht. Jetzt können wir zurück. Suche Sol auf. Ah, nee, 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 nee. Das war eine Quest, die wollen wir noch nicht machen. Finde und heile alle Nono-Wurzeln. Terra-Globus, Wände mit Stronker, Klonkfaust durchbrochen, Leuchtfeuer, Druckkästen, Lichtschreine, Nova ist da oben. Das können wir noch machen. Folge dem Pfad. Ja, lass das doch machen. Dann können wir uns dahin teleportieren. Und los geht der Lachs. Maltam. Danke für dein Gift Sub an Fati. Dankeschön. Sehr lieb von dir. Dankeschön. Das Brot im Stuhl, lang ist her. Ja, das stimmt, das stimmt. Wie ist es dir ergangen? Was hast du gemacht? Boah, es klingt immer wie eine Türklingel. Wir müssen da oben hin. Was ist Rip? Ich muss auch wirklich sagen, Final Fantasy XIV ist aktuell das schönste Spiel, was ich kenne, würde ich sagen. Boah, ich bin halt total oft an Orten. Da ist die Spur und immer noch glibberfrei. Die halt einfach richtig schön sind. Die wütenden Wellen halten dich von der Erkundung ab. Ich weiß nicht, wie Final Fantasy das schafft, aber es sieht für mich nicht wirklich aus. Also es ist halt schon, klar, es ist ein MMO. Aber zum ersten Mal bin ich so richtig, dass ich halt an einem Ort einfach nur sein will, um mir das anzuschauen in aller Ruhe. Das ist richtig, richtig schön, das Spiel. Abzeichen? Ah! Oh, krass. Was krass. Du hast 25 Gifted-Subs. Krass, krass, krass. So, was gab es hier zu sehen? Die Erkundung ist es wert. Freut mich zu hören. Die Welt ist groß und es scheint immer noch mehr zu sehen zu geben. Und wenn du erst einmal alles gesehen hast, kannst du wieder von vorne anfangen und sehen, wie es sich verändert hat. Eines solltest du bei all diesen Spuren bedenken, nämlich, dass du auch Spuren hinterlässt. Hinterlässt ihr Spuren, wenn ja, welche? Und die in der Toilette zählen nicht. Wenigstens beeinflusst dich unter der Erde nicht das Wetter. Toxanol lud in den Abkanälen Abfall ab, aber er sickerte nach oben.
Okay, wir haben hier zwei Items, die wir finden können. Die wir finden müssen. Ah ja. Okay, wo fangen wir an? Wir fangen hier unten an. Kacke? Machen wir da weiter. Da. Brötchenkrümel, überall. Ja, fühle ich. Das fühle ich. Boah, wenn ich so ein Brötchen esse, dann ist alles voll. Mal die Nummer 1 Türsteher unterstützt. Kalt. Leute, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen, dass Flokes mit Kuchen-TV ein Video gemacht hat? Crazy, oder? Wer hat gesessen? Blitzschnell. Und Stufe 26. Poggers. Mann, bleib doch da! Das Problem ist halt, dass nicht nur Gegner auf diesem Eisboden glitschen, sondern auch ich. Wenigstens findet heute nichts statt, was ins Wasser fallen könnte. Wir brauchen die Klonkfaust. Die hab ich. Die hab ich. Oh, was ist das? Die hab ich, hier. Bitte erzähl uns alles über das Kuchen-TV-Video. Ich will jetzt nicht die sein, aber eventuell habe ich es noch nicht gesehen. Aber sag das nicht, Flukest 2-3, okay? Nehmen wir jetzt diese Waffe? Oder nehmen wir... Weil ich glaube, das ist halt beidhändig, ne? Ich glaube, das ist beidhändig. Und da hätten wir halt einhändig und können zwei davon machen. Ja, ist so, ne? Ich probiere mal die. Ich weiß nicht, ob die besser oder kackiger ist. Müssen wir schauen. Finde die Roboterkiste. Also ich glaube, es ging dabei um Trikots, glaube ich. Da haben wir es doch. Oh, Miau-Roboter. Süß. Da ist noch was. Bereich ist jetzt auch abgeschlossen. Dann können wir wieder rausgehen. Oh! Dann können wir jetzt wieder rausgehen. Mann, ich will doch nach oben. Jetzt. Keine Sorge, wir werden Flokes nicht sagen, dass Parapu das Video noch nicht gesehen hat oder nicht sehen wird. Doch, ich hatte auch, Oh, da ist noch was. Ich hatte auch... Ha, Mann! Er lässt nicht los! Es geht nicht! So. Ich hatte auch das Trikot-Ranking oder Trikot-Erkennen, glaube ich, war es, mit seiner Freundin gesehen. Ich finde es, also ich meine, bei so einer Sache wie Trikots kann ich ja auch ein bisschen mitreden, ein bisschen. Weil das ja so total einfach nur Geschmackssache ist. Und halt,
halt ganz runtergebrochen Kleidung. Ich habe halt natürlich nicht das Hintergrundwissen, dass ich irgendwie sagen kann, also für mich ist halt ein Trikot entweder schön oder hässlich, aber bei Flokes, der hätte so viel Wissen, da weiß er auch, wie das Trikot vorher aussah, welchem Trikot das ähnelt, die ganzen Geschichten halt hinter den optischen Sachen. Und das habe ich halt nicht. Ich kann halt nur sagen, oh, gut oder nicht. Und selbst das ist meistens falsch. Na. Ich habe gerade keine Quest. Finde die Sonnenuhr. Oh, das können wir auch machen. Das ist hier, sogar direkt bei unserem Wegweiser. Sehr schön. Das gefällt mir doch. Ich habe mir heute auch schon den Zahn angestoßen. An meiner Tasse. Ich hasse es. Es passiert mir so oft. Ich kann einfach nicht so gut trinken. Alrighty. Da drüben steht ein Monolith. Halte nach Nono Ausschau. Eine Sonnenuhr. Du hast eine Sonnenuhr gefunden. Sie funktioniert nur tagsüber. Richte den Zeiger im Schatten aus, um sie zu aktivieren. Bestimmt hat jeder von euch schon mal eine Sonnenuhr selbst gemacht, oder? Das macht man doch in der Schule. Die Frage ist, was will das Spiel jetzt von mir? Was muss ich tun? Ich habe hier keine Sonne. Was muss ich hier machen? Keine Ahnung. Benutze die Sonnenuhr. Aber es regnet. Um die Sonnenuhr zu aktivieren, brauchst du Sonnenlicht. Warte damit bis zum Tagesanbruch. Nachts wirft sie natürlich keine Schatten. Dann ist nämlich alles Schatten. Du weißt schon, was ich meine. Ja, aber bei Regen geht die doch auch nicht. Eigentlich ist eine Sonnenuhr richtig Trash. Geht nur bei Sonne. Die geht nicht, die ist kaputt. Müssen wir warten. Steht da noch was? Wenn sie richtig ausgerichtet ist, weisen alle Sonnenuhren den Weg zu interessanten Gebieten voller Beute. Ja, ich würde gern, aber es sonnt nicht. Hat Flokes irgendwas gegen Dortmund? In jedem leuchten nie hell genug. In jedem Thumbnail, was ich gesehen habe, 3, wo es um Trikots geht, ist da ein Dortmund-Trikot das hässliche. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann dir nur sagen, dass sowas wie hässlich und so ja richtig Geschmackssache ist. Jetzt ist Nacht oder was? Nee, Sarah, bist du Dortmund-Fan? Oh, jetzt ist Nacht. Okay, ich würde sagen, wir warten, bis Tag ist. Und wenn dann keine Sonne scheint, dann scheiß drauf. Dann bin ich richtig pisst. Wie lang ist denn Nacht? Oh, okay. Es sieht schon sick aus.
Kämpfen wir mit einer Möhre? Haben wir eine Möhre? Als Waffe? Ist die Waffe gut? Die habe ich jetzt schon bestimmt 2 Streams. Nein, ich habe sie vorhin erst ausgerüstet.